Markus, aber letzter Blick zurück. Sie haben einerseits den fehlenden Mut unserer Mannschaft moniert, andererseits, das war keine einfache Kiste gegen 9 Mann zu spielen. Es ging ja vorher schon los, dass sie eigentlich doch, wo sie im Vollbesitz ihres Kaders waren, dass sie trotzdem 20, 30 Meter vom eigenen Tor standen. Da sind die Räume eng, da wird es wahnsinnig kompliziert. Und wenn man dann selber nicht ganz so gut drauf ist, dann wären die Momente da gewesen. Da haben wir es leider nicht erkannt, haben leider nicht dann in die Tiefe gespielt. Auf der anderen Seite, wenn sich die Situation eben auch mal ergeben hätte, ins 1 gegen 1 zu gehen, haben wir uns nicht getraut. Ja, und dann wird es natürlich schwierig, konstruktiv vors Tor zu kommen, eine Vielzahl an Torschancen zu erarbeiten. Aber nochmal, es hört sich relativ einfach an. Ja, die stehen ja hinten drin und da muss man sich jetzt da hunderte von Torschancen erarbeiten. So einfach ist es eben nicht, weil wenn man so tief steht, da ist es relativ einfach zu verteidigen, weil ich muss ja nur versuchen, irgendwie den Ball wegzubekommen. Aber selber zu kreieren, die richtigen Lösungen zu finden, das ist bedeutend schwieriger. Es war aber auch ein gutes Lernstück für unsere noch junge Mannschaft, wie man mit einer solchen Situation umgehen könnte. Ja, absolut. Wir haben es ja auch analysiert am Tag danach, dass wir uns scheinbar darauf einstellen müssen, auf die Gegner, weil es war jetzt Osijek, wo so sehr defensiv bei uns gespielt hat, es war Lugano, die wahnsinnig defensiv gegen uns gespielt hat, aber jetzt eben auch Gezi, wo sehr, sehr defensiv waren. Und das ist ein legitimes Mittel, darauf müssen wir uns einstellen. Ich bin kein Fan von diesem Fußball, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe beim Gegner, das anders zu machen, sondern wir müssen eben versuchen, diese Situationen dann noch besser zu lösen, was nicht heißt, dass wir uns hunderte von Torschancen erarbeiten können. Aber was eben nicht passieren darf, ist eben so einfache Gegentore, wie zum Beispiel beim 1-0, wo wir durch einen Befreiungsschlag es dann fertig bringen, dass ein Stürmer alleine auf dem Torwart läuft. Da müssen wir eine bessere Staffelung haben, da müssen wir konsequenter gegen den Mann sein, um eben auch den Offensivspielern das dann zu ermöglichen, dass sie dann eben auch den Mut haben dürfen und können, dass sie da sich durchsetzen können, weil sonst kreierst du eben nicht allzu viele Torschancen. Durch das, wenn du dich durchsetzt, ist eine neue Situation erschaffen. Der Gegner muss wieder anders reagieren, muss eventuell vom Stürmer weg, muss sich anders verhalten, wie es eigentlich geplant ist. Und dadurch kriegst du natürlich dann Möglichkeiten. Und das ist uns leider in dem Spiel nicht ganz so gut gelungen. Aber zum Lernen, wenn wir bereit sind, es aufzunehmen, können wir wieder einen großen Schritt nach vorne tun. Haben Sie am Sonntagabend noch einen Lottozettel ausgefüllt mit den Einwechslungen von Demassai und Young? Haben Sie ein sehr glückliches Händchen bewiesen? Ja, ich weiß ja, was die Jungs können. Und natürlich hat man die Hoffnung, dass sich dadurch was bewegt und dass da Einfluss genommen wird. Und das ist ja grundsätzlich die Idee einer Auswechslung, dass man eben hofft, durch die Hereinnahme, dass man der Mannschaft nochmal einen Push geben kann. Was jetzt nicht heißt, dass jeder Einwechselspieler ein Tor schießen muss, sondern wenn er Defensivaufgaben zu bewältigen hat, dass er die dann eben zu 100% löst. Und das ist uns Gott sei Dank sehr gut gelungen, dass die Jungs dann nochmal Wind reingebracht haben. Und ja, vor allem, wenn zwei Neuankünfte dann ein Tor erzielen können, freut mich natürlich für die Jungs extrem, weil ich denke, das hat man bei ihnen auch gemerkt. Das ist so, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da. Wenn ich mir einen Jung anschaue, wie er sich gefreut hat nach dem 2-1, habe ich gedacht, er hat jetzt gerade das 3-2 geschossen. aber man sieht, was da auch für ein Druck abfällt bei den Jungs, weil sie sich noch nicht so lange da sind, alles erst so ein bisschen hineinfuchsen müssen. Und wenn das dann natürlich dann gelingt, dann ist es natürlich eine wunderbare Geschichte. Auffällig ist bereits jetzt wieder die gute körperliche Verfassung. Gegen Ende macht der FC Luzern immer noch Druck und kann eine Schippe drauflegen. Also das ist sicher eine erfreuliche Tatsache, schon so früh in der Saison. Ja, natürlich ist das erfreulich. Auf der anderen Seite auch ein bisschen verwunderlich, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass wir da noch größere Probleme haben, gerade zu Beginn größere Probleme haben. Im Moment ist es scheinbar nicht so der Fall, Gott sei Dank, aber wir haben noch eine lange Saison vor uns und kann schon auch passieren, dass zwischendurch mal so ein bisschen der Saft ausgeht, weil wir eben nicht so eine Vorbereitung tätigen konnten, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Aber das ist so, das muss man akzeptieren, das muss man auch beilegen und da dürfen wir jetzt eben auch in der Zeit, wo wir
wo wir dabei sind, wo wir keine Spiele haben, die müssen wir natürlich extrem gut nutzen, um ja, dieses Niveau, dieses Laufvermögen dann eben auch möglichst lange aufrechthalten können. Jetzt geht es gegen den FC St. Gallen. Keine einfache Aufgabe auswärts. Wie gehen wir dieses Spiel an? Ja, möglichst flach spielen, hoch gewinnen. Nein, natürlich fahren wir dorthin, weil wir überzeugt sind, dass wir dort was mitnehmen können. Wir wissen um die Schwere, dass St. Gallen sich auch ein Stück weit verändert hat zur letzten Saison. Spielen einen anderen Fußball. Letzte Saison doch noch mit sehr viel langen, weiten, hohen Bällen, wo sie extrem auf die zweite Bälle gegangen sind. Jetzt doch versuchen sie von hinten heraus zu spielen, sich da eben nach vorne zu arbeiten. Und ja, da müssen wir unsere Jungs wieder zu 100% darauf einstellen. Wir wissen um die Schwierigkeiten in St. Gallen. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren nicht allzu viel holen können. Aber genau das ist ja auch wieder der Reiz und die Herausforderung für uns, sich dem dagegen zu stellen, die Statistik wieder zu verbessern. Und die kann man nur damit verbessern, wenn man das Spiel für uns entscheidet. Tom Juric wurde mit 2 Strafsonntagen bestraft. Einmal gegen Kriens, das ist sicher eine positive Angelegenheit, aber gegen St. Gallen wird er fehlen. Wird Mimi Demasai von Anfang an spielen? Das muss man jetzt noch überlegen. Also wir hatten jetzt doch nicht so viel Zeit, uns jetzt auf St. Gallen vorzubereiten. Das machen wir heute. Da werden wir da sehr konzentriert und fokussiert uns Gedanken machen, wie wir das Ganze angehen können. Natürlich sehr ärgerlich, weil in meinen Augen eine sehr harte Bestrafung, nicht nur für unseren Spieler, sondern eben auch für den von GC mit Lavanschi. Ich denke, mit Gelb wäre es auch okay gewesen, aber gut, der Schiedsrichter hat so entschieden. Und jetzt gilt es eben herauszufinden, was ist die beste Lösung. Ist es Mimi, ist es Serdik? Das werden wir sehen, vielleicht beide. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig Gedanken gemacht, entschieden. Dementsprechend weiß ich aber, wenn einer von beiden oder beide auf den Platz gehen, die werden alles dafür tun, damit wir als Sieger vom Platz gehen. Papi, können wir wieder mal am Fuß? Kommt's groß, ja?